Willkommen zur täglichen Presseschau von Trigger FM. Wir leben von Spenden. Bitte unterstützt uns auf www.triggerfm.de. Meldungen, Meinungen und Kommentare. Die Presseschau. Ausgesucht von der Trigger FM, Redaktion gesprochen von der KI. Die Opposition plant, Bundeswahlleiterin Ruth Brandt vor den Innenausschuss des Bundestags zu laden. Hintergrund ist ein umstrittenes Schreiben, in dem sie vor Risiken bei übereilten Neuwahlen warnte. Für Irritation sorgt dabei besonders, dass ein Sprecher der Bundeswahlleitung noch einen Tag zuvor erklärt hatte, einer Neuwahl stünde nichts im Wege. Inzwischen wurde bekannt, dass es vor dem Schreiben einen Kontakt zwischen der Bundeswahlleitung und Bundeskanzleramtschef Wolfgang Schmidt gab. Mehr zu dieser Meldung auf apollo-news.net. Beim dritten Corona-Symposium der AfD-Bundestagsfraktion kamen bedeutende Erkenntnisse ans Licht. Der Heidelberger Arzt Dr. Gunther Frank fasste zusammen, dass es keine echte Pandemie gegeben habe, da belastbare Kennziffern fehlten. Die viel diskutierten PCR-Tests hätten auch gesunde Menschen zu asymptomatischen Kranken erklärt. Professor Andreas Sönnigsen, ehemaliger Vorsitzender des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, betonte, dass bereits zu Beginn alle notwendigen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorlagen. Eine erste Stellungnahme an die Bundesregierung vom 20. März wurde jedoch nicht beachtet. Besonders brisant sind die geleakten RKI-Protokolle. Diese zeigen, dass im März 2020 die Arbeitsgemeinschaft Influenza keine breite Zirkulation von SARS-CoV-2 feststellte. Die Erkältungswelle folgte dem üblichen saisonalen Verlauf und war sogar milder als in den Vorjahren. Zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns befanden sich die Infektionszahlen bereits auf einem Tiefstand. Mehr dazu auf epochtimes.de. In Sachsen spitzt sich die politische Lage zu. CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer steht unter Zeitdruck, denn bis zum 31. Januar muss er zum Regierungschef gewählt werden. Sonst drohen automatisch Neuwahlen. Nach dem historisch schlechtesten Wahlergebnis der CDU gestaltet sich die Regierungsbildung äußerst schwierig. Die Gespräche mit SPD und BSW sind gescheitert. Ein mögliches Zweierbündnis zwischen CDU und SPD käme nur auf 51 Mandate, weit entfernt von der erforderlichen Mehrheit von 61 Sitzen. Die Option einer Minderheitsregierung wird diskutiert, erscheint jedoch ohne Tolerierung durch andere Parteien kaum realistisch. Die Grünen signalisieren Interesse an einer Regierungsbeteiligung, wurden aber von Kretschmer vor der Wahl ausgeschlossen. Die Linke bietet eine temporäre Unterstützung an, allerdings nur bis zur Verabschiedung des Landeshaushalts. Die AfD hat bereits angekündigt, einen eigenen Kandidaten aufzustellen, falls Kretschmer erneut antritt. Ausführlich zum Nachlesen auf junge-freiheit.de. Die geopolitische Weltordnung befindet sich in einem dramatischen Wandel. Die USA als dominierende Weltmacht zeigt deutliche Anzeichen des Niedergangs. Ein Prozess, der sich über Jahre hinziehen könnte. Die BRICS-Staaten präsentieren sich als Alternative zum westlichen Modell. Ihr Ansatz basiert auf wirtschaftlicher Zusammenarbeit und gegenseitigem Respekt der innenpolitischen Autonomie. Mit dem Antrag zur Aufnahme neuer Mitglieder wie der Türkei gewinnt diese Allianz zunehmend an Bedeutung. Deutschland hingegen isoliert sich weiter auf der internationalen Bühne. Die deutsche Außenpolitik, die sich stark an den USA und deren Verbündeten orientiert, stößt weltweit auf wachsende Kritik. Während viele Länder sich von aggressiver Wirtschaftspolitik und militärischen Konflikten abwenden, hält Deutschland an überholten Strategien fest. Den kompletten Artikel gibt es auf manova.news. Die aktuelle Lage in der Ukraine spitzt sich weiter gefährlich zu. Neue wissenschaftliche Analysen warnen eindringlich vor den katastrophalen Folgen eines möglichen Atomwaffeneinsatzes. Experten wie der US-Atomwaffenspezialist Ted Postel betonen, dass selbst ein regional begrenzter Atomkrieg zu verheerenden globalen Auswirkungen führen würde. Schon der Einsatz von nur 3% der weltweiten Atomwaffen könnte eine nukleare Hungersnot auslösen, die bis zu einem Drittel der Weltbevölkerung das Leben kosten könnte. Besonders alarmierend ist die kürzlich erfolgte Anpassung der russischen Nukleardoktrin. Moskau behält sich nun auch einen Atomwaffeneinsatz vor, wenn es von einem Nicht-Atomstaat mit Unterstützung einer Atommacht angegriffen wird. Mehr zu dieser Meldung auf nachdenkseiten.de. Das Bündnis Sahra Wagenknecht steht derzeit vor großen Herausforderungen.
Nach ersten Erfolgen bei den Landtagswahlen im Osten zeigen sich bereits interne Spannungen in der noch jungen Partei. Die von Wagenknecht handverlesene Führungsriege scheint zunehmend uneins über den künftigen Kurs. Während einige in ostdeutschen Landtagen Realpolitik betreiben möchten, kämpft Wagenknecht von Berlin aus um Grundsätze wie das Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Partei profitiert bisher vor allem von der Unzufriedenheit im Land und der Strahlkraft ihrer Frontfrau. Doch es fehlt an einem klaren politischen Fundament. Kritiker werfen dem BSW vor, keine echte Alternative zur etablierten Parteienlandschaft zu bieten, sondern lediglich eine weitere Kraft im parlamentarischen System zu sein. Der komplette Artikel auf apolut.net. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat entschieden, dass die internationale Kommunikationsüberwachung des Bundesnachrichtendienstes teilweise gegen das Grundgesetz verstößt. Die sogenannte strategische Überwachung der Kommunikation zwischen In- und Ausland durch den BND geht zu weit. Zwar erkennen die Richter ein überragendes öffentliches Interesse an der Aufklärung internationaler Cybergefahren an, bemängeln jedoch die unzureichende Kontrolle der Überwachungsmaßnahmen. Eine gerichtsähnliche Kontrolle durch hauptamtliches Personal sei nicht gewährleistet. Der Gesetzgeber hat nun bis Ende 2026 Zeit, die Regelungen verfassungskonform neu zu gestalten. Bis dahin bleiben die Befugnisse des BND mit gewissen Einschränkungen bestehen. Der komplette Artikel auf multipolar-magazin.de. In der Welt der Impfstoffentwicklung zeichnet sich eine neue Ära ab. Mindestens 33 sogenannte Replikon-Injektionen, auch selbstverstärkende mRNA genannt, befinden sich derzeit in der Entwicklung. Diese neue Generation von Impfstoffen funktioniert wie ein synthetisches Virus und kann sich in den Körperzellen selbst replizieren. Japan hat bereits im November 2023 die erste Replikon-Impfung zugelassen. Bemerkenswert ist, dass in den klinischen Studien bei 90% der Teilnehmer unerwünschte Ereignisse auftraten. Auch im Veterinärbereich schreitet diese Entwicklung voran. In den USA wurde kürzlich eine selbstverstärkende RNA-Injektion für Hunde zugelassen, gefolgt von einem ähnlichen Produkt für Katzen. Wissenschaftler warnen vor möglichen Gesundheitsrisiken, da die langfristigen Auswirkungen dieser Technologie noch nicht ausreichend erforscht sind. Mehr zu dieser Meldung auf tkp.at. In einer Gerichtsentscheidung hat das Amtsgericht einen Strafbefehl wegen der Veröffentlichung einer Fotokollage mit ukrainischen Flaggen und Hakenkreuzflaggen auf X abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft hatte den Strafbefehl wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen beantragt. Das Gericht stellte jedoch fest, dass die Veröffentlichung durch die Meinungsfreiheit geschützt und somit nicht strafbar sei. Die Staatsanwaltschaft hat gegen diese Entscheidung sofortige Beschwerde eingelegt. Ausführlich zum Nachlesen auf heinz.media. In einem Interview erhebt der ehemalige Chefarzt Dr. Jörg Heiner Möller schwere Vorwürfe gegen das deutsche Gesundheitssystem. Der Kardiologe betreute während der Corona-Zeit hunderte Patienten mit schweren Impfnebenwirkungen. Nach seinen Erfahrungen gibt es mindestens 500.000 Impfgeschädigte in Deutschland. Die Betroffenen leiden unter extremer Müdigkeit, kognitiven Störungen und kardialen Problemen. Besonders kritisch sieht Dr. Möller die Rolle des Paul-Ehrlich-Instituts, das die tatsächliche Anzahl der Impfschäden unterschätze. Der Mediziner beklagt, dass ein gewaltiges System die Wahrheit unterdrücke und sich gegenseitig decke. Seine Erkenntnisse hat er nun in einem Buch mit dem Titel Post-Vac, die vertuschte Katastrophe, veröffentlicht. Er fordert die Einrichtung eines zentralen Instituts und einen Untersuchungsausschuss. Ausführlich zum Nachlesen auf alexander-wallasch.de. In einem weiteren Fall zeigt sich erneut die fragwürdige Arbeitsweise des Recherchenetzwerks Korrektiv. Nach einem Tweet von Marcel Lute über mögliche Wahlunregelmäßigkeiten in den USA reagierte Korrektiv mit einem Faktencheck-Bericht. Lute hatte darauf hingewiesen, dass in einigen US-Bundesstaaten wie Kalifornien die Identitätsprüfung bei Wahlen äußerst locker gehandhabt wird. So können dort beispielsweise Fitnessstudio-Ausweise als Identitätsnachweis dienen. Seine detaillierte Stellungnahme mit Quellenangaben wurde von Korrektiv jedoch komplett ignoriert. Stattdessen beschränkte sich der Faktencheck-Bericht auf die simple Feststellung, dass Wahlbetrug in den USA illegal sei. Dies zeigt einmal mehr, wie selektiv die selbsternannten Faktenchecker mit Informationen umgehen
und wie sie unliebsame Perspektiven systematisch ausblenden. Der komplette Artikel auf reitschuster.de. Ein Konflikt zeichnet sich zwischen der Europäischen Union und den USA ab. Der designierte US-Vizepräsident Vance hat deutliche Kritik an der EU-Zensurpolitik geäußert. Besonders im Fokus steht dabei das digitale Dienstegesetz der EU und dessen mögliche Auswirkungen auf die Plattform X, ehemals Twitter. Vance warnte in einem Interview, dass die europäischen Länder sich von amerikanischen Grundwerten, insbesondere der Redefreiheit, zu entfernen drohen. Er stellte dabei einen direkten Zusammenhang zur NATO-Partnerschaft her und deutete an, dass die amerikanische Unterstützung für das Verteidigungsbündnis von der Achtung der Meinungsfreiheit abhängen könnte. Die EU-Kommission zeigt sich von diesen Drohungen bislang unbeeindruckt. Ein Sprecher betonte, dass man auch unter einer möglichen Trump-Regierung an der Durchsetzung des Digital Services Act festhalten werde. Den kompletten Artikel gibt es auf tichiseinblick.de. Aktuelle Meldungen, Meinungen und Kommentare jede Stunde um 10 vor voll auf Trigger FM. Unsere Radiofrequenzen sind in Hamburg und dem Saarland. Weitere Informationen zum Empfang über Astra Satellit und Web immer auf unserer Internetseite. Helft uns mit eurer Spende, unabhängig zu bleiben. Jetzt auf triggerfm.de auf den Button Unterstützen klicken. Vielen Dank. Nicht vergessen, am Ende .de. triggerfm.de